Leute, heute von der Knife in Solingen. Riesenfestival für Knife-Liebhaber, für Messer-Liebhaber. Hier muss man sein und wir sind auch da mit Jas am Stand, mit Reini, mit mir, mit Sergei. Meine Frau hilft auch, mit Anja ist voll dabei und der Martin Linke ist auch dabei von Unknown. Von daher haben wir hier ein volles Team dabei und wir wollen euch hier mal mit auf die Tour nehmen und ich werde ein bisschen filmen und immer ein paar Impressionen überbringen. Was müssen wir jetzt tun? Nichts, nur glotzen. Ja, das nur machen wir. Glotzen, nur glotzen. Ja, alle drei. Darf ich ein Foto machen? Matthias, darf ich? So, Leute. Wartet mal, der ist nicht so oft vor der Kamera. Der ist lichtscheu. Ein wenig vampirisch. Ne? Aber egal. Ja, aber das ist Tom. Und Tom ist der Mann hinter den Designs von Schnitzel. Tom, genau, richtig. Schön, dass ich dich hier mal vors Licht ans Licht Hallo, Matthias. Heißen kann. Ja. Cool. Du hast wieder was Neues, Geschnitzeltes. Genau. Geschnitzeltes, heute für die Knife. Noch nicht online, wir haben ein paar Vorab-Exemplare bekommen. Das ist das neue Schnitzel Quinn. Bekannter 14C28, N-Stahl, konturierte Mikata-Griffschalen mit in diesem Fall schwarzen Linern. Die gibt es auch in Orange. Dazu die bewährte Kydex-Scheide mit Dengler. Die Dengler ist abgegradet. Das Nylon hat Unterlegscheiben, reißt nicht mehr aus. Das Messer hat einen geschärften Klingenrücken. Deswegen ist auch diesmal der Feuerstahl dabei. Das Ganze bekommt ihr für 90 Euro. Bei Klingenreich. Das ist aber ein guter Preis. Finde ich auch. Das ist ein schönes Angebot mit Feuerstahl, Dengler und allem. Genau. Wir haben hier die Lanyard-Öse, die ist bei hinten. Ja. Ganz klassisch. Ein wenig Clip-Point, ein bisschen Drop-Point. Hoher Flachschliff. 3,5 mm. Ja. Geschärfter Rücken. Also bei Toning nicht geeignet. Okay, cool. Ja, schön. Vielen Dank. Dein Eindruck, Messer, welche voll, ne? Heiß und voll, aber geile Leute, gute Stimmung, genau. Schlechte Luft, schlechte. Zumindest hier. Ja, genau. Ja, cool, danke fürs Zeigen. Gerne. Five Max. Ich hab mich nur ins Ohr gesetzt mit dem Five Max. Ne? Ja, irgendwie. Guck mal, irgendwie ist da schon was. Das ist ein Männermesser. Das ist ein Männermesser. Das ist nicht, für die ganz großen Kartoffeln. Das ist Anti-Vogue, ist das. Ja. Von wegen Slimline, nee. Nee, nee. Pass auf, schneid so, ich nicht. Wir am Stand Klingenreich. Ja, du warst auf einmal weg. Ich hab dich nicht mehr gesehen auf dem Jamboree. Ja, wir mussten los. Ich musste abends sogar noch arbeiten, aber es war auf jeden Fall richtig, richtig geil bei euch. Das ist schön. Ja, es hat sich gelohnt. Und wie nun immer. Eine Woche später hier auf der Knife in Solingen. Geil. Coole Sache. Wir stellen hier auch aus. Habe ich gerade gesehen, genau. Ja, richtig, geht richtig ab. Ist viel los. Irre, ist der Hammer. Stimmung. Super viele Leute da. Ich bin angekommen heute Morgen und habe aufgebaut und bin seitdem nicht mehr vom Stand weggekommen. Die erste Runde direkt hier vorne an der Ecke von der Bühne. Okay, komme ich gleich mal runter. Gerne. Zurück zu dem Messer, was du gehabt hast. Oh, das ist schon. Okay. Ja, macht ja nichts. Ja, ich habe das Video schon gesehen. Oh Gott, du schon wieder. Ich weiß nicht, was das stimmt. Ich hätte diesen ganzen Kratzkorb in die Autotür.
So Leute, ich bin hier auf der Knife beim Stand von Sean Brewer aus Südafrika. Sean ist das erste Mal hier auf der Knife in Solingen und ich möchte euch hier mal vorstellen, der macht ganz, ganz feine Sachen, alles im Loft-Style und ich bin ja natürlich ein bisschen vorgeprägt, weil mein Kumpel und Nachbar Dietmar Kressler ist Mr. Loftless himself. Und Sean macht eben auch hier tolle Loveless-Derivate und ich ziehe die mal eben rüber und gehe mit euch da mal eben lang. Guckt mal. Droppoint, Hunter, Big Beavers, Shoot. So, and this is Sean. Hello. Hi. Sean. Yeah. First time in on the Knife show here? First time in the Knife show in Solingen. Really enjoyed. Yeah. Submitted my Knife show for view this morning. Was accepted. Yeah. So yeah, it was a great honor for me. And I do nice business in Germany. Okay, you're starting here to get your name is well known. We will pronounce it now on YouTube so that you are here. Yeah, nice work. Thank you very much. Yeah, it's really kind of art. I think a Loveless Knife is always a piece of timeless. Art. Timeless. Yeah. Yeah, I like it really much. Thank you very much. It is nice, yeah. Show you are satisfied with your selling. Yes, I did some sales this morning. Now the people sitting they're going back tomorrow. Okay. So yeah, we have a full success show. Yeah. You got my favorite. You hold it back for me. Yes, I know. Your favorite one is hold back. I will show you. Leute, ich zeige euch mal eben mein Lieblingsmesser. Anja hat das gerade in der Hand. Guck mal hier. Das ist schon ein Droppoint Hunter Classic. Und wunderschön. Ein wunderschönes Messer. Klassisch, ganz schlicht, einfach so muss es aussehen. Cool. Danke. Thank you so much. Thanks everyone. Bye. So, liebe Leute, jetzt geht's weiter. Ich bin hier bei Böker am Stand. Böker hat ja immer was Neues anzubieten. Und der Hajo ist hier gerade und zeigt mir mal eben, was er gerade so sich rausgepickt hat, was er cool findet. Beim Böker aus so ganz neuer Rund. Also was Schickes, Kleines, Handliches. Sag mal. Ja. Also das Messer, was man hier auf jeden Fall kaufen sollte, das ist das Chavez Redemption in der Ultron-Variante. Haben wir exklusiv aufgelegt für die Knife 2024. 100 für 100, das heißt 100 Stück für 100, also das einzelne Messer 100 Euro. Limitiert auf 100 Stück. Hat den Magna-Cut-Stahl, hat den gefrästen 3D-Clip von Chavez, sein Erkennungsmerkmal der Totenkopf. Was ich an dem Messer besonders schätze, geht's noch? Läuft noch weiter? Okay, das ist vor allem der Magna-Cut-Stahl, der ja pulvermetallurgisch anscheinend wirklich die Quadratur des Kreises zu sein scheint. Da sind sich ja anscheinend alle einig. Und was ich mag, wir schleifen die Klingen jetzt hart. Dadurch können wir den Rohschliff drauflassen. Dadurch haben wir diese ganz wunderbaren Ströme, als könnte man wie bei einem Aquarium unter Wasser in den Stahl sehen. Das hat diesen schönen bläulichen Glanz. Macht das im gehärteten Zustand? Neuerdings schleifen wir die Klingen im gehärteten Zustand. Klingt erstmal unsinnig, aber hat viele Vorteile für uns. Bei dünnen Klingen ist es ja, dass du dann keine Härte dazu hast. Korrekt, genau. Jede thermische Behandlung. Wir haben das bei Kochmessern, wenn die zu dünn sind und du die wirklich nach dem Schliff härtest, dann hast du extremen Härteverzug unter Umständen. Und so beugt man in der Massenproduktion vor, dass man keine krummen Klingen hat. Das ist der meiste Hintergrund dafür. Aber das ist cool. Korrekt. Hat es noch verschiedene andere Vorteile, aber das ist ein Wesentlicher. Ist so eine Art Blaubliesen dann bei euch mit drin? Oder ja, genau. Also beim Blaubliesen hat man den gleichen Effekt. Deshalb heißt es ja auch Blaubliesen, weil das auch eben dieses, oder Satinierung nennen wir die Blaubliesen auch. Dann hat man auch diesen Schimmer.
Und bei dem Rohschliff hier sieht er halt einfach, ist der Effekt noch etwas intensiver. Gibt es das auch eine Nummer größer oder ist das das die eine Größe? Das Chavez Retention gibt es bisher nur in dieser einen. Und das da auf dem Katalog habe ich gedacht, oh, das ist ja viel größer. Hier ja, und das auf den Abbildungen, man täuscht sich. Das ist doch ganz ein bisschen niedlich. Das ist aber wirklich eine wunderschöne Größe, ja, dass man hier mal einen Eindruck bekommen. Ja, cool. Also, super. Wie gesagt, 100 Stück. 100 Euro scheint mir nicht zu viel, muss man noch mal dazu sagen. Das Chavez, wenn es dann am Lager sein wird, das reguläre Messer, wird 159,95 kosten. Das macht natürlich noch mal einen Unterschied. Ja. Und hier nur 100 Stück exklusiv Ultim. Ja. Das ist natürlich schon ein Knaller. Ja, cool. Ich danke sehr. So, ich danke dir für das. Ja. Das ist cool. Immer wieder was Neues. Ja, klasse. Dankeschön. Ich wünsche noch eine schöne Messe. Bis dann. Und heute wieder zweiter Tag auf der Knife in Solingen und ich bin hier bei Puma am Stand. Ich habe hier den Yannick Dorn und die haben wieder was Neues, Altes aufgelegt, Tradition und zeig mal. Also wir haben hier einmal das Universal Anglermesser, das hatten wir schon mal produziert, damals noch handgefertigt in Solingen. Jetzt haben wir das aus der Tech-Reihe, dadurch ist es preislich deutlich erschwinglicher und das ist ein Universal Anglermesser. Es hat mehrere Funktionen, die dem Angler sehr gut zugutekommen. Wir haben einmal natürlich ein Filetiermesser hier integriert. Wir haben hier einen Einhaken, Vorfachschlaufe und hier Anreißschupper. Diverse Funktionen, Gabelspitze. Man kann damit zum Beispiel auch die Haken auslösen. Hakenlöser, cool. Genau, Hakenlöser. Hier vorne ist zum Beispiel auch noch eine kleine Schleifkerbe integriert. Damit kann man auch die Angelhaken wieder scharf kriegen, falls sie stumpfen oder nicht scharf waren. Hat diverse Funktionen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Angler. Von daher kann ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen. Aber es ist ein ganz tolles Messer zu einem tollen, erschwinglichen Preis. Wie viel? 50 Euro. Top. Das ist, denke ich mal, ein Preis, mit dem kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Ja, super. To rumble. Der Mann weiß, wie man schraubt. Unglaublich. Wirft er sich auf die Schraube und dreht wie ein junger Gott. Schwitzend und leicht zitternd zieht er den Nagel und auf zur nächsten Station. Matthias, abgeknipst und jetzt säg. Jetzt säg, wie du noch nie gesägt hast. Ich säge. Na komm, auf geht's. Wo ist die Säge? Wo ist die Säge? Alter, was ist los? Ich verkack hier gerade, weil die Säge nicht da ist. Säg, komm schon, komm schon. Ah, Matthias, komm, und, drück, drück. Eine Sekunde schlechter als die Frau. Ja. Man sollte sich vorher angucken, wo man drin ist. Ja. Damit hat Matthias leider nur den zweiten Platz erreicht. Bei den Damen. So, Martin, und jetzt bist du dran. Zack, ihn hier. Komm her. Und nun der echte Abenteurer auf die Plätze. Fertig. Los. Da geht Zeit verloren. Da sehen wir gleich, dass da Zeit verloren geht. Da geht nirgends Zeit verloren. Da geht wohl Zeit verloren. So. Schau her. Schon erst eine Station abschließen. Ach so, das habt ihr nicht gesagt. Ja. Und nun wird gesägt. So, und ich finde, wo ist er? Hier, wo ist das Teil? Ah, ist die Pfeile. Er ist verschissen. Scheiße. Hier ist die Säge. Noch schlechter als du. Noch schlechter. Scheiße, ja. Martin,
Ich habe gedacht, ich kann hier mit meinen Parallelzeit gewinnen, aber das hat nicht geklappt. So, liebe Leute, ich bin hier am Stand von der Knife Lounge. Maxi ist hier und ich will dir mal eben fragen, ob sie uns mal was Schickes zeigen kann, damit ihr seht, was hier so los ist. Maxi, moin. Na du? Ich bin auch da. Geht's dir gut? Ja. Ist ja schön. Cool. Kannst du auch Hamburgerisch? Nein, eigentlich nicht so. Nee, das ist ja mal Altona Silberwerkstatt. Das geht ja, da geht ja was, nicht? Ich bin Hochdeutsch, ich weiß nicht, was du hast. In Hamburg. Heute ist Muttertag, alles Liebe Mutti, wenn du das siehst. Das ist wahrscheinlich nicht mehr Muttertag, aber alles Liebe. Aber, ja. Genau. Wir haben heute, also mein Favorit ist natürlich unser Patch. Ja. Den haben wir extra in den Farben von der Knife. In Orange, als auch in Blau. Ich bin mal weil wieder mehr Licht hat. Siehst du? Ja. Oh, guck mal, jetzt sieht das richtig aus. Und in dunkelblau und es ist das Logo von der Knife. Ja, cool. I survive tonight. Genau, wenn wir sprechen heute damit. Ich glaube, wir schaffen das. Wir schaffen das gut aus, ne? Ja. Dann haben wir eben ein bisschen was mitgebracht. Und auch so eine Grail-Vitrine nennen wir das immer. Das ist so eine Schätze drin. Hol meinen Schatz raus. Willst du? Guck mal, hier wäre zum Beispiel das. Protec Malibu mit dem Titten. Wie heißt das? Protec? Ja. Protec, ja. Protec ist ja die Firma, die ja in Kalifornien sitzt. Ja. Und eigentlich dafür bekannt ist die Automatik geworden. Die haben aber auch so eine Non-Automatik. Ich habe auch einen Protec. Das pfeffert raus wie Kanone. Oder? Ja. Nur vom Rauspfeffern, wenn du hinten auf dem Klingenrücken tut das schon weh. Wenn du also, dann müssen wir so richtig. Möchtest ja. du die Vibration am Handgelenk ja. bis zum Ellbogen hoch? Protec macht schöne Sachen. Das hier ist so eine Limited Edition, die sie für die New York. Die habt ihr bei euch im Shop? Die jetzt nicht. Das ist jetzt, wir haben ja Sachen dabei auch, die es nicht im Shop gibt, diese Version. Ach so, das sind dann die Versionen, was ihr auch die Schätze sind nicht gelistet. Da müsste man bei euch mal eben anrufen. Entweder das oder du kommst du auf den Messe vorbei. Wir haben immer so ein paar Schätze dabei, die du halt nicht im Shop siehst. Ja, schön. Super. Ist da auch ein Hinderer? Oh, hast du einen Hinderer entdeckt? Ist da ein Hinderer oder ist das kein Hinderer? Da ist ein Hinderer, ja, natürlich sind ein echtes Hinderer, guckt euch mal an. Magst du auch, oder? Die mag ich auch. Du musst auch sagen, du bist so Hinderer, passt du nicht? Nee, ich hab keins. Ich habe ganz viele Messer, aber das habe ich noch nicht. Oder hattest du schon mal? Nee. Ah, dann kommt das. Ah, ist noch so. Man braucht immer noch Messer, die man nicht hatte, die man noch so anhimmeln kann. Ja, ja, genau. Ich himmel ja nicht mehr so Messer an, das ist nur noch bei ganz, ganz wenigen Sachen. Weil es ja mit der Zeit auch ein bisschen abgearbeitet wird, die damit immer mal rumfummeln. Ja. Finde ich, ist das so, dass das auch weniger wird. Das ist der Pakt mit dem Teufel. Weil früher habe ich mein erstes Bug 110, habe ich geliebt. Ja. Das hatte ich auf zu. Ich konnte mir das den ganzen Tag angucken und oh toll. Genau, und das genau. ist dieser Zauber ist ein bisschen abhanden gekommen, auch bei dir sicher. Mit den vielen, vielen Messern. Leider nicht mehr. Ich würde es mir gerne wünschen, dass es so wäre, dass ich so ein bisschen objektiver drauf kommen kann, aber ich habe immer noch so gedacht, oh geil. Ich bin da jetzt schon rationeller. Ja. Ich schaue das gerade im Custom-Knife-Bereich haut mich das gar nicht mehr um, weil es mir viel zu verspielt ist. Und je nachdem, ich denke immer so, boah, das kennst du doch nicht, kannst du ja alles kaufen. Aber es gibt immer noch Messer, das muss mit. Wie zum Beispiel, welches hast du noch? Para 2 Magna Cut habe ich mir geholt, das ist ja. Para 3 Lightweight, sorry. Ja. Das musste einfach mit, weil diese Kombination aus Gelb und ich meine. Ich habe das mit, das kommt erst noch wieder. Mit dieser grünen, mit Magna Cut. Die kommt ja erst. Die Lightweights finde ich gar nicht so gut. Für mich war ein absolutes, ihr habt es auch im Shop, absolutes Highlight als Angler, das Catcherman. Das das gibt gerade das neue Catcherman. Kannst du das Catcherman einmal geben? Kannst du das Catcherman holen, ja? Und das ist ein Sprint Run von einem alten Messer, was es lange nicht gab. Und das ist so cool. Ich habe damit letztens Fisch filetiert. Zack, zack, das ist richtig cool, das Messer mit der Salt-Klinge. Das heißt, das rostet nicht und der Clip. Richtig cooles Teil. Wenn ihr das noch nicht habt und Spider-Co-Sammler, hier kriegt ihr das. Die sind selten, sind schnell weg. Super, ne? Ja, ja. Also ist jetzt nicht das schönste Messer, aber es ist auf jeden Fall mega nützlich. Und ja. Cool. Also nicht, dass ich jetzt fischeltieren würde, aber ja, aber ich weiß ja. User, der erste Gute. Catcherman. Ja, Maxi, danke erstmal für deinen Überblick. Ich muss jetzt gleich mal eben am Hinterrad fummeln.
Ach, also doch so noch ein bisschen. So viel zu die Faszination. Die ne? Faszination. Ja, ja. Alles klar, danke dir. Bald erst. Dann schau ich mal. Gut. Ja, also die nehme ich auf jeden Fall mit. Alles gut. Ah, ja, ja, habe ich im Kopf jetzt. Nee, aber willst du jetzt sagen? Ach, sorry, ich dachte, nee, das tankiert mich überhaupt nicht, Leute. Okay. Gar nicht. Alles klar. Das kriegen wir vom Preis drauf, Max. Okay, oh. Guck mal, Leute. Das ist auch immer, wenn man was Schönes sieht, es ist nicht ganz günstig. So, ich sitze frei nach unserem guten Vico von Bülow. Ich sitze und ich sitze gerade gemütlich hier beim Thomas Leibniz. Thomas, dieses Licht kommt von da. Wollen wir uns mal eben so rumsetzen? Aber klar. Dann haben wir mehr kann Licht. Man auch den Stand sehen. Dann kann man ja den Stand sehen und die vielen Leute, die hier langlaufen. Ja. Ja, cool. Du auch hier, ihr macht vom Wieland Verlag. Genau, wir haben einen Stand mit unseren Magazinen und natürlich mit unseren Büchern und ja, also ich kann nur sagen, es läuft Bombe. Also es ist wirklich rappelvoll gewesen am ersten Tag schon. Ja. Unglaublich viel, super gute Stimmung. Also ja. Die Knife ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Ich kann nur jedem Messerfan sagen, kommt vorbei. Ist auch riesengroß geworden, Leute. Das ja. ist hier über mehrere Etagen. Wie viel? 270 Aussteller? Nee, über 240. Aber ich weiß nicht, da müsstest du mal Six genau fragen. Mein letzter Stand ist über 240 und das ist eine Hausnummer. Auf jeden Fall viel los hier. Thomas hat auch sein Buch da, das Folderbuch. Und alles, was so an Publikationen um Messer ist, sehr interessante Bücher dabei. Ja, cool. Wir treffen uns ja andauernd auf Messen. Genau, so. Ja, und meist nur schlechte Witze. Genau. Hey, Matthias. Ja, denk ich jetzt mal dran. Der hat einen richtig schönen Namen, der Matthias. Mann. Das ist guck Matthias, genau. Hier ist auch Matthias, guck mal. Matthias steht bei Müller 1, Müller 2. Und wir gucken uns diese schönen Messer hier an, Leute. Hammergeil. Guck mal. Und das neue Alaska. Absoluter Knaller. Super. So, Leute, jetzt bin ich hier bei Stahlwerk und dann kommt die Sonne. Kommst du rum? Das ist, glaube ich, einfacher, weil wenn wir mit der Sonne voran, das mögen Kameras nicht so gerne. Ja, cool. Daniel, genau. Zeig mir mal, was du hast. Wir haben praktisch für die Messe hier, also in Solingen und für die Bladeshow Atlanta, ein Special vom Kult V2 und zwar im PVD. Das ist jetzt die Hohlschliff-Variante. Tuckgrind gibt es natürlich weiterhin. Ja, und kommt vorbei. Und wir sehen uns. Blade Show seid ihr auch? Blade Show sind wir auch dieses Jahr. Premiere und wir sind schon sehr gespannt. Du ja viele unterwegs. UG Tools fährt auch. Genau, richtig. Janik fährt, Maxi, also einige Leute, die man kennt aus Deutschland auch. Reini ist auch da. Genau. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mal damit. Oh ja. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe gerade die Schnauze voll. Ich habe ja gerade das Jamboree, das Buschkopf. Genau, hatte ich auf der EWA, glaube ich, hatte ich das gesehen. Ja, und da waren wir, und ich bin jetzt auch echt leer. Ja, glaube ich dir. Ich bin froh, wenn ich mal wieder zu Hause bin. Ja. Dann geht ja die Schneiderarbeit los, dass wir jetzt von das ganze Footage von Jamboree, das muss jetzt raus. Da bin ich sich wieder tagelang am Schneidetisch. Ja, denke ich. Ich bin aufs Video auf jeden Fall gespannt. Ja, cool. Bei dir, ich werde auch mal eben hier rüberwischen, dass ihr seht, was noch für coole andere Sachen sind. Super. Zack und wisch. Alles klar. Ja, wir sind hier ja auf der Knife mit Gasmessern und nebenan sind die Uchis, die hier sind. Hi. Und Philipp ist auch da. Ja, toller Erfolg hier. Ja, heute ist ein bisschen ruhiger als gestern, Muttertag wahrscheinlich. Ja. Aber die Messe ist wirklich gut besucht, die Leute sind alle happy hier. Macht riesig Spaß. Ja. Absolut. Es ist viel los. Ja, die Leute sind sehr interessiert. Ja. Cooles Publikum. Wir haben wirklich sehr interessant. Ja, also gestern war hier die Hölle los, hat man keinen Fuß am Boden gekriegt. Und heute ist halt, kannst du mal rumschwenken, wirklich gut gefüllt, aber angenehm. Ich schwenke. Da ist er wieder. So,
Ich schwenk noch mal eben über die coolen Teile von IG Tools. Da könnt ihr euch noch mal ein bisschen Inspiration holen. Und wir, ja, danke. Philipp. Wir haben dir zu danken. Bis gleich. Wenn man sowas bestellt, gibt es auch immer die Möglichkeit, noch so Zusatzsachen zu machen. Du kannst ja gehen und sagen, hey, ich hätte gern doch noch eine DLC-Beschichtung gegen den Aufpreis. Wir haben hier übrigens auch den Tiny Bausatz, ganz neu im Programm. Also wer den auch als Bausatz kaufen möchte, kann den Tiny auch demnächst als Bausatz erwerben. Ist deutlich günstiger. Ja, cool. Du musst die einzelnen Kügelchen zusammenschneiden. Ja, mit Patex kann das funktionieren. Super. Das ist der Victor. Genau, der bin ich. Hi. Hi. Ich habe dieses Jahr den Fördertisch bekommen für deutsche Messemachergilde. Ja, habe mich getraut und wie gesagt, jetzt bist ich du da und jetzt bist du Profi-Messermacher. Ja. Cool. Das ist eine Riesenleidenschaft, das mache ich schon seit Jahren. Das ist mehr eine Passion als Profi. Ja, cool. Schönes kleines Teil. Ganz clean, finde ich gut. Ich stehe ja mehr auf so grüne Messer, also nicht so viel Geschnörkel und Getüdel. So ist das. Ja. Ich habe natürlich alle ihre Messer. Ja, aha. wie gesagt, wir sind hier, okay. Messer, gerne, ist du. Ja, ne? Genau. Ja, bin ein Riesenfan. Danke. Dankeschön. Jetzt bin ich hier bei Daily Knives und ich habe hier mal eben El Jefe. Moin. Moin. Liebe Grüße. Hi. Ja, nice. Wie ist dein Eindruck? Super, super genial. Also wir sind jetzt zum dritten Mal in Folge hier und sind absolut beeindruckt von der Veranstaltung. Also ja, das, was hier auf die Beine gestellt wurde, ist wirklich außergewöhnlich. Ist viel, viel los hier, ne? Ja, also für, ich meine, ne, für deutsche Verhältnisse wirklich brutal. Ja, ja. Ist auch eigentlich die einzige richtige. Ja, es gibt die Messerbörse Schafheim gibt es, ne? Ja, und aber hier ist schon von der Größe das Größte. Ne? Also das hier hat ja wirklich Messecharakter. Ja, ne? Also so auch von der Größe der Veranstaltung und von der Professionalität der Organisation. Mhm. Sehr beeindruckend. Du hast hier ein paar schicke Sachen, habe ich gerade so festgestellt. Guck mal, ich fahre da mal rauf, Leute. Wir machen mal Zoom. Genau. Und ihr habt hier auch so coole Schweizer Derivate. Absolut richtig, genau. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten aus unseren Serien mitgebracht. Wir haben ja einmal die Daily Customs Serie, die im Prinzip auswechselbare Griffschalen für Schweizer Taschenmesser macht. Mhm. Das habt ihr eben im Bild gesehen. Wir haben unsere AK1 Serie dabei. Ich nehme eins hier runter, dass ihr das hier einmal seht. Die AK1 Serie, die wir mit Böker zusammen machen. Mhm. Also Klingen von Böker, Griffschalen und was Finishes. Was ist das für ein Damast? Das ist kein Damast, das ist tatsächlich RWL 34 mit einer DLC-Beschichtung und dann anschließend laserbeschriftet. Okay. So, dass wir so eine Damast-Topologie haben. Wir haben jetzt mal eine Durchsage, wir machen kurz einen Break. So, jetzt ist die Durchsage zu Ende, liebe Leute, und jetzt geht's weiter. Ja, genau, Zwangspause vorbei. So, dann haben wir als zweites noch unser AK2 mit, das wir komplett selbst in Hamburg produzieren, auf unseren eigenen Maschinen. Auch ein Messerdesign von Alex Kremer hier bei der Gelegenheit. Apropos eigene Maschinen und Hamburg, da war doch auch irgendwas, ihr macht da so ganz schicke Sachen mit Schusswaffen. Ihr macht... Genau, wir haben im Mai letzten Jahres haben wir eine Waffenmanufaktur gekauft. Da hatten wir die Möglichkeit zu und ein Teil der Teile läuft mittlerweile eben auch in Hamburg auf unseren Maschinen und der Rest weiterhin in Sachsen. Und die Waffenmanufaktur heißt? DAR Germany. Genau, und die machen obercoolste AR-15, AR-10er Derivate. Und absolut. Geiles Zeug. Ich habe das auf der IWA, habe ich das mir mit angucken können. Und auf der Jagd und Hund. Auf jeden Fall. Auf der IWA waren wir auch vertreten. Und das war echt, das ist gute Sache. Passt zu unserem Baukastenprinzip, ne? Also sozusagen, die Dailies sind ja so auf dem Baukastenprinzip aufgebaut und DAR ist das jetzt genauso. Ja, cool. Ja, schön, dass wir hier das sehen dürfen. Wir sehen uns, auf welcher Messe nächstes Jahr ist wieder, glaube ich.
Oder? Genau, also dieses Jahr machen wir nur noch die Blade Show in Atlanta. Atlanta mit, aber da mit der. Nee, Blade Show in Atlanta machen wir direkt, genau, mit Daily Customs. Und dann sehen wir uns auf der Jagd und Hund im nächsten Jahr. Im Januar dürfte das sein. Alles klar, vielen Dank. Dankeschön. Zumindest ist es nicht so hoch. Und da ist er. Das ist wahnsinnig. Sven Kinas, Messerdepot. Ja. Du bist ja auch schon so ein Urgestein hier. Ja, genauso wie du. Du bist so festgewachsen hier in der, am Parkett. Ja. Coole Sache. Du hast hier dein eigenständiges Portfolio. Genau. Mit Arno Bernard habt ihr so den Generalvertrieb für Deutschland? Für Europa. Für Europa. Ich habe mir gestern auch, ich konnte nicht widerstehen, weil ich habe hier auch das da in, guckt euch das an, Copper Review zu, aber ohne Flipper die 42A-Variante. Nicht 42, German Edition. German Edition. Ist aber nicht 42, bevor wegen dem Nagelhaut. Ja, okay. Für mich 42A mit meinen Großfingern. Ja, okay. Und erzähl mal ein bisschen, was hast du hier noch? Du hast ja auch hier schöne alten Designs und da kannst du uns ja mal eben ein bisschen was zeigen. Genau. Kommt SK09, in der Szene gut bekannt mittlerweile. Wir haben jetzt noch Restbestände und dann kommt im Shop das neue SK09 für September und dann komplett im Baukastenprinzip, wo dann eben der Kunde das so zusammenstellen kann, wie er Lust hat. Ich habe das ja auch und ich mache jetzt demnächst das Review, liebe Leute. Ja, da bin ich gespannt drauf. Zeige ich euch mal ein paar schöne kleine Messer. Und da gibt es auch richtig cooles Zeug hier. Das da finde ich einfach hübsch. Genau. Und auch nicht teuer. Genau. Das von Gimate Knife, ein Lennis Clip, aber als Fix Knife. Ja. Und es gab mal einen Goodie vom Poppel auf der DKE, wo wir zusammen waren, der die ganze Zeit versucht hatte, das zusammenzuklappen, was aber nicht funktioniert hat. Kann ich sehr empfehlen. Schöne Handlage, vernünftiger Stahl mit einem 12C27 und kostet 99 Euro. Ja, ne? Schickes Ding. Habe ich auch, kommt auch im Review. Genau, und dann als letztes vielleicht noch das Neueste. Das ist ein Slipjoint mit 1,1 Kilo Rückenfederspannung, das SKX. Und das wird es dann auch im Baukastenprinzip dann geben. Und da hört man richtig den Walk and Talk. Ja, cool. Sieht auch eigenständig aus. Ja. Fällt auf. Ja, danke schön. Ich hab zu danken. Wir sehen uns bald wieder. Auf jeden Fall, freut mich. So, liebe Leute, das war's hier vom Messerdepotstand. Und ich schleich mal weiter. Mein Favorite, das sieht echt schick aus. Und Scherbukow, Russland hat sie hier am Stand. Modell Rebell 600? 600 Euro. Für Taschengeld, Leute. Rupert Auto. Aber der ist nicht da. Keiner. Der ist nicht da. Sind alle weg. Stattdessen sitzt hier der Mitch. Grüßt euch. Hi. Hi. Und wir knüllen hier gerade. Mitch hat hier gerade so ein Männerhandtäschchen, so ein Damenensemble. Ein
Meine Herrenhandtasche. Ja, guck mal. Ist die nicht schön? Also der Chris von Black Circus Leatherworks, der macht so tolle Arbeit. Vor allem, ich hatte ihn gebeten, ob er was machen kann, wo die Bator 3 reinpasst. Ich weiß, die gefällt nicht jedem. Ich finde sie super. Das Tolle ist, dass in die größere Schlaufe, wenn man jetzt Bock drauf hat, würde sogar ein Sock Powerpine wunderbar reinpassen. Aha. Und da muss man jetzt nicht die Taschenlampe da dran machen, sondern macht das Powerpine rein. Ist auch ein Setup. Und das ist extra so gemacht, dass du hier eine Kydex reinmachen kannst. Okay. Und sozusagen auch ein Fixblade mit in dieser, okay, das ist ein bisschen zu groß für die Hosentasche jetzt. Das ist Rucksack-Carry. Ja. Aber trotzdem hast du alles an einem Ort. Ich finde das irgendwie toll, sowas. Vor allem es ist in Deutschland gemacht, ja, ja. Von einem unheimlich sympathischen Kerl und sowas, sowas finde ich ist immer klasse. Ist verschiedener Style. Ich mache sowas gar nicht. Ich habe einfach Hosentaschen und eine Cargo an. Da liegt das drinne. Und es muss alles geben, weil wenn die Meinungen, ich nehme aber gerne noch eins, okay. Wenn die Meinungen immer gleich sind, ist einer überflüssig, oder? Ja, ich bin auch so ein großer Messerhain. Ja, aber und bei dir sind es ja eher größer. Ja, und auch viel User. Und auf Jagdnutzung, ja, das ist klar. EDC wenig und sowas, das mache ich. Hast du nicht mal mit einem Frieser, Necker, Schwein. Aufgebrochen? Ein Schwein auch? Ja, ne? Und mit dem Bliesernecker geht das? Das geht auch mit unserem, wir machen ja Jasmesser. Genau, das selbstverständlich. Kleine Naja, damit mache ich dir auch so ein Stück Blüten klar. Ja. Da braucht man nicht viel Klingel. Ja, und dann verstehe ich es auch, wenn jemand sagt, hey, ich möchte gerne diesen Stahl, weil mit, ich sage jetzt mal, dreckigen Händen, ja, ich weiß ja nicht, wer alles zuhört, mit dreckigen Händen will ich jetzt nicht unbedingt schleifen müssen. Da ist es verständlich. Ja. Bei mir ist es eher so, ich gebe gerne einen Euro mehr aus für einen besseren Stahl. Ja. Aber würde ich das jetzt wirklich merken, dass es der bessere Stahl ist? Ich wage es zu bezweifeln. Guck mal, da kommt meine Cola. Guck mal, da ist der Outdoor. Da kommt meine Cola. Ja. Sascha, du auch hier? Ja, ich bin auch hier. Ging leider nicht anders. Popruhr Outdoor. Ganz genau, Hobel Outdoor heute am Stand zusammen mit Blaurock Blades. Wer hätte das gedacht? Aha, ich muss hier gerade was weiterreichen. Ja, nice. So viele Leute, das ist, hier ist was los. Wenn ihr irgendwie einen Messerblut habt, müsst ihr hierher kommen. Das ist einfach so. Das lohnt sich immer und viele coole Leute hier. Es ist für alle was dabei. Ja. Für die Leute, die wirklich alles nutzen und wo wirklich nur die Funktion zählt. Ja. Und für die Leute, denen es halt gefällt, wenn es schön aussieht. Für jeden ist was dabei. Und man versteht sich super. Alles klar. Bis denn. Baumann war letztes Jahr auf der Knife mein persönliches Highlight. Und auch dieses Jahr sollte eigentlich jeder, der hier ist, mindestens einmal an seinem Stand vorbei. Ja. Weil die Formsprache spricht einfach für sich. Du hast recht, aber, wenn du zu Nico Baumann am Start kommst, und das musst du, komm auf zu uns. Ja, natürlich. Ja, ganz genau. Klar. Das machen wir jetzt. Mach es eine Story, ja, sehr geil. Alles gut? Perfekt. Messerworld. Dann Nico Baumann, wir hatten das gestern schon einmal. Jawohl, Messerworld ist auch hier. Ich probiere viel zu filmen und probiere alles, sage ich mal, festzuhalten, was euch so interessieren könnte, genauso wie der Mann hinter der Kamera. Dann besucht ihn auf seiner Seite, da findet man die nämlich. Und alternativ findet ihr natürlich auch bei uns die coolsten Messer, die ihr euch nur vorstellen könnt. Wie immer auf unserer Seite auf messerworld.de. Schön, jetzt wird's dynamisch. Das ist gut. Da lobt sich einer wieder selbst. Ja, ganz schlimm. Ne? Ganz schlimm. Ja, und jetzt? Pocket Check. Ja, voll. Genau. Machen wir Pocket Check. So Leute, Night ist vorbei. 16 Uhr Sonntag und wir sind durch. Wie ist dein Eindruck gewesen? Ja, war super cool. So viele Messer, so viele verrückte Leute, die Messer lieben. Wir haben ja alle dieselbe Krankheit und es war toll. Ja, cool. Ich habe mich auch gefreut, aber ich bin müde, ich bin fertig, das reicht. Es ist hier sehr warm und dass so ein paar Tage Messer und Halle, das ist noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch was essen, Matthias. Ja. Und lass es uns gut gehen. Und dann geht's heimwärts. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal. Guckt mal wieder rein. Und bei Martin auch. Martin Linke. Ja. Der Abenteurer auf YouTube. Ich mache euch unten mal einen Link rein. Bis dann. Tschüss. Ciao, macht's gut.